Moin, Mahlzeit und auch Abend. Ich bin's mal wieder. Und ich habe mal wieder so ein bisschen in meinen Regalen gestöbert. Quatsch. Durch einen glücklichen Umstand, paar Sonnenangebote und noch etwas anderes ist mir etwas in die Hände gefallen, was eine wahre Kindheitserinnerung ist. Ihr habt's unten im Filmtitel ja schon gelesen. Wir sprechen heute über Digimon Adventures Staffel 1. 1999 von Toei Animation ins Fernsehen gebracht und im August 2000 bereits in Deutschland auf RTL 2 ausgestrahlt. Das ging mal fix, hätte man nicht glauben sollen, aber Anime trat seinen Siegeszug in Deutschland an. Ja, von vielen als Konkurrent für Pokémon betrachtet, enthält die erste Staffel davon 54 Folgen, die sich um Tai und sechs andere Kinder, mit denen er in einem Ferienlager ist, zusammen drehen. Sie verschlägt es in die Digi-Welt, dort treffen sie ihre Digi-Partner und zusammen retten sie erst die Digi-Welt und später nochmal die eigene. Ihr seht also, da ist eine ganze Menge Action drin für 54 Folgen. Und vor allen Dingen, es ist auch so ein Aspekt, den ich irgendwie bei japanischen Produktionen immer sehr interessant finde. Es kommt immer einer noch dazu. Einer kommt noch dazu. Beim Super Sentai-Serien kommt immer noch ein Spezialranger dazu. Und auch hier sollte noch jemand sich dem Team anschließen. Tais kleine Schwester Kari. Somit, summa summarum, 8 Digi-Ritter, die die Welt retten. 54 Folgen, a 20 Minuten, ziemlich straffer Zeitplan. Aber solide gemacht. Das Ganze ist etwas ernster als Pokémon, hat etwas mehr, ich sag mal, den moralischen Zeigefinger auch draußen und hat eigentlich gar keinen Versuch unternommen, Pokémon anzugreifen. Denn ursprünglich von Bandai entwickelt unter einem Pseudonym-Künstler, der sich aus drei verschiedenen Leuten zusammensetzte, sollte es den Markt auch bei den männlichen Kindern abgreifen, bei den Jungs. Denn zu diesem Zeitpunkt war Tamagotchi super beliebt, wenn ihr euch erinnert. Tja, aber Tamagotchis hatten meistens die Mädchen. Was es liegt also näher, als ein ähnliches Produkt zu produzieren, das aber auf Jungs zugeschnitten ist. Und was wollen Jungs? Action. Also baute man kleine V-Pads und ließ die mit einer Funktion ausstatten, dass sie gegeneinander kämpfen können. Ja, das merkt man beim Anime auch ziemlich gut, denn wir haben ziemlich viele Dinos und große Kreaturen, was daran lag, dass das Display damals halt auch sehr klötzchenartig war und man ja sehr limitiert war in der Darstellung. Dinos gingen immer. Ja, und vor allem Dinos sind auch immer angesagt. Davon mal ganz ab. Ja, seit 2016 hat jetzt KSM Anime in Deutschland die Rechte dieser Serie und veröffentlicht sie Stück für Stück. Die erste Edition oder die erste Staffelbox, das sind nämlich drei an der Zahl, mit einem limitierten Pappschuber. Wie stark limitiert, steht nicht drauf. Aber das soll uns hier auch mal nicht kümmern, genauso wie die Vermarktungsprinzipien dieser Firma. Geht ja mehr um den Inhalt, nicht wahr? So, diese Staffelbox enthält die TV-Version. Es gibt zwar ein überarbeitetes Bildmaterial, aber aus irgendeinem Grund wurde das nicht eingekauft und somit nicht verwendet. Das merkt man dann leider auch, wenn man es auf einem großen Fernseher wie hinter mir schaut. Man hat da halt so ein bisschen gespart und es liegt nur der deutsche Originalton vor. Etwas, was ich immer sehr, sehr negativ finde, denn ich gucke Serien auch gerne im Originalton. Schlimmstenfalls schalte ich mir Untertitel dazu, das ist kein Problem. Aber es gibt halt ein besseres Gefühl dafür. Wo wir bei Gefühl sind, der Soundtrack dieses Animes hat, glaube ich, bei uns allen Ewigkeiten für Ohrwürmer gesorgt. Es war die Hochzeit des deutschen Synchros. Heutzutage findet man sowas, wie ich persönlich finde, recht selten. Oder man übernimmt halt einfach die Original-Soundtracks. Tja, wo könnt ihr es noch gucken, wenn ihr jetzt nicht direkt kaufen wollt? Amazon Prime. Amazon Prime hat Staffel 1 bis 4 derzeit im Katalog mit drin. Und ansonsten hat man mir gesagt, dass seit September ungefähr auf Tele 5 auch Digimon laufen soll. Zu welcher Uhrzeit konnte man mir nicht sagen, aber es wäre auf jeden Fall mal ein Blick wert, um reinzuschauen.
So, ich hatte eben schon mal kurz angerissen, das mit Pokémon und Digimon. Pokémon läuft sicherlich schon länger und hat auch unendlich viele Staffeln, unendlich viele Filme. Aber dafür muss ich sagen, hat Digimon sich auch verdammt gut gehalten. In Deutschland ist davon leider nicht so viel angekommen. In Japan gibt es Unmengen an Spielzeug dazu. Computerspiele, Konsolenspiele, Kartenspiele, you name it. Mangas. Hierzulande kam ein Kartenspiel, Sammelkarten. Ich glaube auch so ein Klebealbum kam und die Mangas, ja. Dann war außer der Serie ziemlich lange Sense. Und wenn man sich halt was importierte, dann konnte man auch für die Handhelds was kriegen. Oder auch später für die PS1 sollten ein, zwei Spiele kommen, aber die Qualität war halt relativ dürftig. Und wenn man dann international guckte, gab es ziemlich coole Rollenspiele dafür, was aber auch dann wieder sehr Pokémon-Prinzip ähnlich war, mit Sammeln und Jagen. Und inzwischen erscheint zumindest peu à peu für die PlayStation 4 Videospiele dazu. Die sind ziemlich cool, es gibt viel Unmengen an Digitation, aber auch das, hier ist der Grundstein, damit fing es an. Digimon Adventures Staffel 1. Also ich würde mal sagen, werft da mal ein Auge drauf und lasst mal ein bisschen eure Kindheit wieder aufleben. Kann vielleicht gar nicht so verkehrt sein, kann Spaß machen. Auf jeden Fall für ein Retro-Brunch an einem Sonntag, klarer Daumen hoch. Ob es jetzt unbedingt diese Box sein muss, ob ihr es mit einem digitalen Rekorder auf Tele 5 aufnehmt oder euch Amazon Prime gönnt, überlasse ich euch. Aber mich würde interessieren, was war euer Lieblings-Digimon und welches eure Lieblingsstaffel? In dem Sinne, wir sehen uns in einer Woche, falls nichts anderes mir noch vor die Linse springt. Und ich bin mal gespannt, was ich dann für euch haben werde. Also, macht's gut und immer retro bleiben.